Ja, liebe Märchenfreunde, heute lese ich euch einmal das Märchen vom Häuschen vor. Und wer vielleicht Ähnlichkeiten entdecken sollte, hat vielleicht recht. Es war einmal ein kleines Häuschen, das suchte lange nach seiner wahren Bestimmung, so wie es auch viele Menschen tun. Nur tun sie es manchmal leider vergeblich und sie sind dann sehr traurig und einsam, weil sie einfach nichts gefunden haben, was sie wirklich, wirklich ausmacht. Auch das Häuschen hatte eine lange Geschichte des Suchens vor sich, denn so richtige Vorbilder fanden sich nicht, die seiner Bestimmung nahe kommen konnten. Also suchte es in den verschiedensten Richtungen, eigentlich auf der ganzen weiten Welt. So kamen Menschen aus vielen Ländern der Erde und jedermann wollte gern möglichst der Bestimmer sein. Das funktionierte aber nicht und deshalb kamen danach erwachsene Damen und verzierten wunderbare Stoffe und sprachen viel über das zurückgelebte Leben. Auch das machte für das Häuschen wenig Sinn, weil es so wenig Freude hatte. So ging das Häuschen wieder auf die Suche und traf auf einer Straße viele, viele bunte Märchen. Die kamen aus aller Welt und wollten erzählen und das Häuschen bewundern und vielleicht auch darin bleiben. Aber wie passen tausende und abertausende Märchen in ein Häuschen, das so unbeschreiblich klein ist wie dieses? Die Lösung war schnell gefunden. Nach fast 30 Jahren haben all diese wunderschönen Märchen ein Zuhause in bunten Märchenbüchern. Viele liebe Märchenfreunde, vor allem Kinder, besuchen das Häuschen am Stadtwall mit seinen alten, großen Bäumen, die auch viele Geschichten zu erzählen haben. Und wer es noch nicht kennt, der schaut doch gern einmal vorbei in unser Märchenhaus, das jetzt auch schon zur großen Märchenstraße in ganz Mecklenburg-Vorpommern gehört.